die fleißige Ameise. Tag für Tag kam eine Ameise fröhlich zur Arbeit. Sie war sehr fleißig und so verbrachte sie die längste Zeit eines jeden Tages in ihrem Betrieb. Doch sie liebte ihre Arbeit. Immer fröhlich bei allem, was sie tat, ein Liedchen summend. So vergingen Wochen und Monate ihres Lebens. Eines Tages bemerkte sie der Generaldirektor in seinem Betrieb. Er, ein dicker, fetter Käfer, stellte fest, dass die Ameise völlig ohne Aufsicht arbeitete. Das war entgegen jeder Regel und so musste Abhilfe geschaffen werden. Er fand auf dem Arbeitsmarkt bald einen erfahrenen Mistkäfer, den er als Supervisor einstellte. Dessen erste Amtshandlung war, die Arbeitszeit der Ameise zu standardisieren. Er erstellte verschiedene Aufgabenbereiche und diktierte Reports an die Geschäftsleitung, wofür er natürlich eine Sekretärin brauchte. Dazu hatte man eine Spinne gefunden, die alsbald ein Archiv einrichtete und in ihrem Aufgabegebiet fiel auch die Entgegennahme und Weiterleitung von Telefonanrufen. Die Ameise bemerkte davon kaum etwas. Froh machte sie weiter ihre Arbeit und summte dazu ihr Liedchen. Der Generaldirektor las die Reports des Mistkäfers und war von dessen Arbeit begeistert. Er fragte nach der Möglichkeit, diese auch grafisch aufzubereiten und wenn möglich ihm auch eine Zukunftsanalyse zu erstellen. Dazu wurde es natürlich nötig, den Supervisor eine weitere Helferin zur Seite zu stellen. Nach einer Ausschreibung in großen Suchanzeigen und in mehreren Tageszeitungen fand man eine junge Kröte, die für diese Position geeignet erschien. Sie bekam für ihren Arbeitsplatz einen Laptop und einen Farblaserdrucker, um die Reports natürlich farblich und ansehnlich zu gestalten. Die Ameise musste nun zu allen ihren Tätigkeiten einen Tätigkeitsbericht erstellen und bald beschwerte sie sich, dass sie bei all dem Schreibkram kaum noch zum Arbeiten käme. Daraufhin beschloss der Generaldirektor, dass ein Administrator für die Abteilung her musste. Diese gut dotierte Aufgabe wurde einer Heuschrecke übertragen, die aber zusätzlich verlangte, dass man ihr einen speziellen Sessel kaufen sollte. Selbstverständlich war diese Position auch mit einem firmeneigenen Auto, einem weiteren Laptop und mit dem Zugang zum Internet und Intranet ausgestattet. Die zweite Sekretärin des Supervisors, die junge Kröte, wurde nun die persönliche Assistentin des Administrators und der Supervisor bekam eine zarte Florfliege als neue Mitarbeiterin. Die Ameise arbeitete fleißig weiter, hatte jedoch schon lange aufgehört, bei der Arbeit ein Liedchen zu summen. Eines Tages machte der Chefbuchhalter den Generaldirektor darauf aufmerksam, dass die Abteilung, in der die Ameise tätig war, kaum noch Profit abwarf. Es gelang, eine Eule als ausgewiesene Expertin in Sachen Betriebswirtschaft gegen ein Honorar von 140.000 Euro zu engagieren, die eine Betriebsanalyse erstellen sollte. Die Eule nahm ihre Arbeit sofort auf und brachte aber viel Unruhe in Betrieb, legte aber nach 3 Monaten ihren Bericht vor. Sie haben viel zu viel Personal, stand dort zu lesen. Es müssten Stellen abgebaut werden. Der Empfehlung der Eule folgend wurde im Monat darauf die Ameise als erste entlassen.